Ja, hallo zusammen. Wir sind hier gerade in Doha, Katar, haben hier die Weltmeisterschaft der Amateure gespielt und wir führen jetzt ein kleines Interview mit Lukas Deckers. Hallo. Genau. Was waren deine Erwartungen von dieser WM? Erwartungen hatte ich keine. Ich hatte eigentlich so wie bei jedem Turnier nur das eine Ziel und das ist Gewinn. Nicht schlecht. Wie lief die Vorbereitung? Gut, intensiv. Jetzt dieses Mal nicht in England, dafür in Oberhausen, aber war trotzdem sehr intensiv und hat mir auch nichts vorzuwerfen. Sehr gut. Wie findest du das hier in Katar? Wie ist so die Aufmachung, das Venue? Ja, es ist in Ordnung. Es ist jetzt nichts Besonderes, nichts Weltbewegendes, so wie man das jetzt von Katar erwartet hätte, aber es ist in Ordnung. Alles Hotel ist in Ordnung, ja. Wie fandest du die Tische? Es waren ja 20 Tische in der Venue, es war auch ein bisschen kalt, haben einige gesagt. Ehrlich gesagt, das waren die schlechtesten Tische, die ich je beim internationalen Wettbewerb gespielt hatte. Die waren unglaublich langsam. Den ersten Tisch, den ich hatte, der war noch besser und die anderen, die waren aber dann, hatte ich das Gefühl, die wurden immer langsamer und fühlten sich an wie Clubtische, bei denen das Tuch schon ein halbes Jahr oder älter ist. Aber du bist ja trotzdem mit einer 100 gestartet, sind ja auch relativ viele Breaks gefallen. Was meinst du, ist der Grund dafür? Ja, die großen Taschen, ganz einfach. Wie findest du sonst hier in Doha? Wie ist die Kultur hier so? Wie ist das restliche Drumherum? Ja, ist halt arabisch. Überraschend, aber es ist eigentlich alles, das Essen ist in Ordnung, Kultur ist halt ungewohnt, weil die ja hier häufig beten, halt auch über Lautsprecher, was man ja dann in dem Club gemerkt hat, in dem wir trainiert haben, aber sonst ist eigentlich alles für uns Europäer ganz gut. Noch einmal zum Turnier zurück, du hattest ja eine überragende Gruppenphase, bist Gruppenerster geworden, vielleicht ein paar Worte dazu. Ja, war zwar Gruppenerster, aber hätte ich sehr gerne anders gehabt, weil ich nur eine Dreiergruppe hatte, weil zwei einfach nicht gekommen sind. Deswegen hatte ich dann in der Gruppenphase 4 Tage frei. Vor der K.O.-Runde waren das davon noch 2 Tage und dann nach der ersten K.O.-Runde hatte ich auch nochmal einen Tag frei und das war ehrlich gesagt alles andere als optimal. Aber das war jetzt nicht der Grund für meine Niederlage. Obwohl ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig ins Turnier gekommen bin. Wo wir gleich bei der K.O.-Phase wären, da sagt man ja immer, da fängt das Turnier an. Wie war das bei dir diesmal? Ja, der Auftakt war in der K.O.-Phase ein bisschen holprig, aber ich konnte das mit 4:0 gewinnen gegen einen Gegner, der vorher eigentlich sehr gute Ergebnisse hatte. Deswegen war ich damit ziemlich zufrieden. Ich bin im ersten K.O.-Spiel auch immer zunehmend nervös, weil es halt was ganz anderes als die Gruppenphase. Aber der Start war eigentlich ganz gut. Konnte mich dann im nächsten Match am Anfang auch noch nicht steigern. Nicht besonders, aber dann kam ich ein bisschen besser rein, als ich dann in den Rückstand geriet und spielte dann in der Runde der letzten 32 am Ende auch ganz gut. Nur im Achtelfinale war das dann ein bisschen ärgerlich, als ich dann wieder am Anfang in Rückstand geriet, was eigentlich eine 2:0-Führung sein musste, aber so war ich dann 2:0 hinten. Ja, das war dann ärgerlich, besonders wie ich dann den Decider verloren habe, was echt nicht sein muss, was passieren kann. Es lag dann an ein, zwei Bällen, was dann schon schwierig ist zu verdauen, aber so ist der Sport. Du hast ja da im Achtelfinale dann gegen Sohail Wahedi aus dem Iran verloren. Der ist ja dann auch jetzt Weltmeister geworden. Wie schätzt du seine Stärken ein? Was hat er gegen dich relativ gut gemacht? Lochspiel war ganz gut. Safety war jetzt nicht so mein Fall, aber da muss ich auch sagen, das war auch mein Fehler, weil ich habe in dem ganzen Turnier konnte ich nicht so gut safe spielen, wie ich es manchmal oder normalerweise kann. Das war auch der Grund, ist ja auch eigentlich deine Stärke, deswegen ja, eine deiner Stärken, genau. Und ja, er ist halt einer, der gut Bälle locht, ehrlich gesagt, so hauptsächlich, das ist seine Stärke. Wo meinst du, hättest du ihn kriegen können, wo war er jetzt nicht so gut? Ja, normalerweise beim Safety-Spiel, aber ich habe ihm halt jeden Frame immer mal irgendwie eine Chance liegen gelassen
Und besonders häufig habe ich ihn so Halbchancen liegen gelassen, halt auch lange. Und da war der halt sehr gut. Das würde ich auf keinen Fall bestreiten, dass er da Schwächen hatte. Ja. Er ist jetzt Weltmeister geworden und hat sich damit ein Ticket für den Main Tour geholt. Meinst du, der hat da eine Chance zu überleben? 2 Jahre Main Tour, wird er sich etablieren oder meinst du, das wird eher schwierig? Ehrlich gesagt glaube ich, das wird ziemlich schwierig, weil er jetzt auch etwas überraschend Weltmeister geworden ist. Und es kommt jetzt darauf an, ob er noch ein bisschen mehr taktisches Spiel dazulernt. Und ja, das ist eigentlich die Hauptsache, weil gegen die Top-Spieler wird er nicht so viele Chancen bekommen wie gegen die Amateure hier. Und deswegen muss er auf jeden Fall an seinem Spiel noch was ändern, beziehungsweise was verbessern. Sonst glaube ich nicht, dass er da viel Erfolg haben wird. Dem Mauro ist nochmal eine ganz andere Sache von Ständer auf Startische dann. Klar, das kann man gar nicht vergleichen. Genau. Was vielleicht dann noch interessant ist, was hast du jetzt aus dem Turnier gezogen? Beziehungsweise wie geht es jetzt für dich weiter? Ja, ich sag mal so, jeder ist schlagbar. Gegen ihn hätte ich, ehrlich gesagt, hätte ich gewinnen müssen. Deswegen, jetzt ist er Weltmeister. Deswegen weiß ich, dass alles möglich ist. Und ja, als nächstes großes Turnier geht es dann wahrscheinlich erst im März nach Zypern zur EM. U21 und Herren dann. Genau, ja, das. Alles klar. Willst du noch ein paar Worte sagen? Ja, vielen Dank natürlich wie immer an die Unterstützung aus Deutschland, besonders natürlich an Eurosport und auch Pocket Sniper, die mich unterstützen und natürlich die ganze Fangemeinde. Alles klar. Vielen Dank. Jetzt nochmal du.